Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen an alle, die hier regelmäßig dabei sind, aber auch ein herzliches Willkommen an alle diejenigen, die heute zum ersten Mal zuschauen. Mein Name ist Anke Seliger und ich lege für euch und mit euch im Seelenpartnerprozess Karten. Sonntags immer ein karmisches Kreuz und heute möchte ich das mal über die Gedanken, Gefühle und was so kommen wird tun. Und ja, mit euch einfach schauen, wie der aktuelle Stand der Dinge auf der anderen Seite ist. Häufig wissen wir ja nicht, was auf der anderen Seite passiert, weil Funkstille ist zwischen dem Seelenpartner und dir oder weil ihr einfach nur oberflächlichen Kontakt habt und da man gar nicht so richtig dahinter kommt, was ist das jetzt, was soll das jetzt, was macht das jetzt? Ja, wir haben heute den 16. März. Morgen beginnt schon die Vollmondphase. Der Vollmond ist am 18. März. Um 9.35 Uhr, glaube ich, 35, 37, nagelt mich jetzt nicht so ganz fest, aber auf jeden Fall in den Morgenstunden. Am Freitag aktiv, also dann ist er richtig voll, richtig rund. Und deswegen werde ich mein Vollmondritual auch morgen Abend schon durchführen. All dieweil die Zeit, ob ich das jetzt Donnerstagabend mache oder Freitagabend mache, ungefähr die gleiche ist. Die 9.37 Uhr liegen da irgendwo dazwischen. Das heißt, ich werde am Donnerstag von 21.21 Uhr bis 22.22 Uhr ein Vollmondritual durchführen, wo ich in der Energiegemeinschaft mit all denjenigen, die sich dafür angemeldet haben, ein Räucherritual durchführe, wo wir unsere Energien bündeln, unsere Energien potenzieren und eure Loslassthemen ins Universum schicken. Gleichzeitig aber auch Wünsche ins Universum schicken an die nächste Phase des Mondes. Ja, alle diejenigen, die noch teilnehmen wollen, können sich gerne bis zum 17.03. morgen Mittag bei mir melden und dann würde ich euch noch Informationen zukommen lassen, was ich alles von euch wissen möchte. Ja, das ist zum Vollmond soweit gesagt. Wenn ihr selber für euch räuchern wollt, was auch Sinn macht, jetzt nochmal, bevor die Tag-Nacht-Gleiche kommt, alles loszuschicken, was einen beschwert, dann könnt ihr das natürlich auch tun, entweder eben am Donnerstagabend oder Freitagabend, das ist euch überlassen. Also es kommt immer darauf an, wann die Vollmondzeit ist und man sollte sich möglichst nahe an einem Abend um die Vollmondzeit bewegen. Ja, wenn ihr es selber machen wollt, einfach ein Räucheröfchen nehmen oder Räucherkerzen, Kerzen aufstellen, euch vorher notieren, welche Themen euch wichtig sind, was euch noch belastet, ob das jetzt die Bedürftigkeit ist, ob ihr gerade eine Traurigkeit zu kämpfen habt oder ganz andere Themen, die euch in dem Moment wichtig sind, die ihr von dannen schicken wollt. Und dann setzt ihr euch an einem ruhigen Ort auf und lest dem Universum all das vor, was ihr loswerden wollt, schickt es ins Universum damit und verbrennt dann euren Zettel. Also ne, nochmal so als Hinweis für alle diejenigen, die das selber machen wollen, könnt das so tun. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, euch auch gerne für das Vollmondritual bei mir anmelden. Informationen findet ihr unten drunter. Ja, wir haben Portaltag. Vaterthema. Ich habe heute Morgen ja schon die Karten gemischt aus dem Portaltagsorakel von der Nicole Hartmann und da ist das Thema Vaterthemen gefallen. Dein inneres Kind wünscht, dass du deine Vaterthemen ansiehst. Prüfe, wo Verstrickungen erlebt werden, Muster in deiner Seelenpartnerschaft. Ja? Vielleicht ist dein Seelenpartner, jemand, der dir etwas spiegelt, was du noch aus der Verbindung mit deinem Vater zu heilen hast, was noch nicht gelöst ist. Das ist etwas, was heute zum Thema wird. Aber für alle diejenigen, die glauben, ein Vater- oder Mutterthema zu haben, möchte ich euch ein Online-Seminar anbieten. Informationen findet ihr dazu auch unten in der Infobox. Also ich werde am 29.03. ein Online-Seminar für Seelenpartner durchführen, wo wir zusammen eine kleine kurze Legung miteinander machen. Dann über das Thema Seelenpartner so ein bisschen allgemein sprechen. Eure Fragen könnt ihr da stellen und zum Schluss eine Meditation machen werden.
die den Seelenpartner anziehen darf. Ne? Und alle die, die schon frei sind von alten Themen, denen wird es auch gelingen, den Seelenpartner anzuziehen. Infos findet ihr unten in der Infobox dazu, wann es startet. Und zu einem anderen Thema, zu Mutter- und Vaterthemen, also zu der Elternschaft an sich, mache ich ein Online-Seminar am 31. März. Auch da wird es so sein, dass wir eine gemeinsame Meditation machen, damit ihr euch aus diesem Thema, was euch schon lange belastet, entsprechend verabschieden könnt und klären natürlich im Vorfeld auch Themen, die Belastung aus der Vater- und Mutterzeit dieser Inkarnation, aber auch aus den Inkarnationen, wo ihr selber Vater und Mutter gewesen seid, herrühren. Das nochmal so viel dazu. Ne? Aber heute ist, wie gesagt, eben schon ein Portaltag, der auch auf dieses Vaterthema hinweist und nochmal sagt, schau dir genau an, was spiegelt dir dein Seelenpartner, welche Themen hast du mit deinem Vater noch nicht gelöst. Ja, was haben wir noch? Am 20. März ist Tag Nachtgleiche. Dafür ist Herzöffnungsritual durch. Nehme keine Anmeldung mehr entgegen, ist schon lange überfüllt. aber ich freue mich riesig drauf, weil ich gerade dieses Herzöffnungsritual immer sehr, sehr mag, weil es sehr emotional wird. Auch für mich als diejenige, die das Ganze zwischen euch leitet sozusagen, ja, freue ich mich drauf. Und 20. März ist eben ja auch der Tag, wo wir alles in Ausgleich bringen mit der Tag-Nacht-Gleiche, der Frühlingsbeginn, aber auch der Tag, wo der Jupiter zu uns kommt, in unser Wirken kommt sozusagen. Und da bin ich ganz gespannt, wie sich die nächste Woche, dann die ersten Tage mit dem Jupiter schon mal gestalten werden, wobei es noch ein paar Tage dauert, bis er seine Energien so richtig entfalten kann. Aber wie gesagt, ich bin schon ganz gespannt, was da so passiert und was auch bei euch passiert. Also ich freue mich immer, wenn ihr mir Kommentare da lasst oder auch an die unten stehende WhatsApp oder E-Mail-Themen schreibt. Ich habe im letzten Video so ein paar Dinge gesagt, die einfach für mich da sind, um für mich Grenzen zu setzen. Ich wollte niemanden persönlich angreifen. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich über YouTube so viele liebe Seelen kennengelernt habe, so viele Menschen kennengelernt habe, mit denen ich auch dadurch einen persönlichen Kontakt und viele schon ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt habe. Also das sollte überhaupt nicht undankbar sein, was ich am Sonntag gesagt habe. Mir geht es einfach nur darum, es gibt bestimmte Dinge, die ich für mich auch handeln können muss, ne? So gerne, wie ich helfen möchte. Und da brauche ich auch so ein bisschen eure Unterstützung und euer Verständnis. Und deswegen musste das Wort zum Sonntag auch mal so sein, wie es war. Gut, aber jetzt starten wir durch und wir fangen an. Ich möchte gern auf die Gedanken deines Gegenübers schauen mit den Point of View Cards von Bernadine Breitenstein. Und ich möchte gern wissen, was denkt dein Gegenüber heute? Was geht ihm durch den Kopf? Was denkt dein Gegenüber? Was ist ihm bewusst? Der Kopf ist ja auch das Bewusstsein. So, vier Karten haben wir, dann geht's los. Und ich brauche meine Brille. Ich habe es geahnt, ich habe sie heute schon mal dabei. Ne? Ganz häufig sitze ich ja wie ein blindes Huhn hier. Gut. Wir haben den Zoo. Suche nach dem Besonderen in der Vielfalt der Angebote. Ein Versprechen wird jetzt eingelöst. Du musst jetzt schnell handeln. Schadensbegrenzung. Dolmetscher, du verstehst eine Situation falsch. Bitte frage nochmal nach. Hey, klasse. Also ich habe sofort ein Bild bei den vier Karten, bei den vier Botschaften. Es gab unheimlich viele Missverständnisse. Dein Seelenpartner hat viele Wochen und Monate nicht gecheckt, was da zwischen euch läuft. Ist aber mit der Zeit drauf gekommen, dass du etwas Besonderes für ihn bist. Ja? Er hat das rote Zebra unter den grauen Tieren erkannt. Er hat nach dem Besonderen gesucht und das Besondere gefunden. Ihm ist sozusagen ein Licht aufgegangen. Ne? Er hat es am Anfang missverstanden, das, was mit euch war, ihm ist ein Licht aufgegangen, wie besonders du für ihn bist, was du für ihn darstellst, dass du der Seelenpartner bist, dass du ihm Dinge spiegelst, die er heilen soll. Und all diese Themen
Und er wird jetzt ein Versprechen einlösen. Ne? Wir haben hier, schaut mal ganz genau auf die Karte. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die Karte heißt der Pakt. Ja? Das ist euer Seelenvertrag. Da habt ihr euch die Hände gegeben und habt euch die Hand darauf gegeben, dass ihr euch in dieser Inkarnation wiederfindet. Dass ihr die Themen aus der alten Inkarnation übernimmt, dass ihr daran arbeitet, diese Liebe, die ihr in einer früheren Inkarnation nicht leben konntet, jetzt lebbar zu machen. Ja? Hand drauf, Pakt, Versprechen. Ihr habt euch versprochen, euch wiederzufinden und diese Liebe lebbar zu machen. Ja, und das Licht geht ihm auf. Wir haben hier den Waldbrand, Schadensbegrenzung. Ja? Also er kapiert in der Stille, im Rückzug, dass er da irgendwas falsch verstanden hat am Anfang, dass es wichtig wird, den Pakt einzulösen, euren Vertrag einzulösen, diese Liebe lebbar zu machen. Und er versucht jetzt das Feuer zu löschen, beziehungsweise in die Gänge zu kommen, weil er gemerkt hat, oh Gott, sie kann ja weg sein. Sie kann sich ja, weil ich mich jetzt Wochen, Monate wieder zurückgezogen habe, nichts von mir hören lasse, vielleicht ist sie weg. Ja? Also da kommt jemand aus deiner Vergangenheit um die Ecke, mit dem du einen alten Vertrag hast. Egal wie lange es her ist, dass ihr euch nicht gesehen habt, ihm wird was ganz deutlich, ganz klar wird ihm, dass dieser Vertrag einzulösen ist. Ist doch unglaublich, oder? Mann, 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 ich sag's immer wieder, wenn der Jupiter kommt, dann wird er geschubst. Oder sie geschubst. Ich spreche immer von den männlichen Gegenübers, weil einfach die meisten von euch weibliche Zuschauer sind und es zu kompliziert ist, das immer in allen Formen darzustellen, aber ich bin natürlich dafür, dass hier keine Unterschiede gemacht werden. Ja? Also das ist nicht bewusst, dass ich jetzt nur von dem männlichen Gegenüber und von dem weiblichen Zuschauer spreche. In vielen Partnerschaften ist das auch andersrum und ich habe ja auch einige gleichgeschlechtliche Paare, die zugucken. Also ihr dreht euch bitte so, wie es für euch passend ist. So. Eine Karte möchte ich noch. Auf die Gefühle deines Gegenübers. Was fühlt dein Gegenüber? Spannend, spannend, spannend. Ich habe noch nicht alle Karten gesehen, aber ja. Wir haben als erstes den Gigolo. Aktiv werden. Herbst. Gerechtigkeit. Umzug. Also, dein Liebster war immer so derjenige, der von allen Frauen angehimmelt wurde, ne? Die alle das Besondere in ihm gesehen haben und er hat mitgenommen, was es mitzunehmen gab, also war da kein Kind von Traurigkeit gewesen. Und er fühlt, dass das nicht alles ist, ja? Also, dass dieses man kann alles haben, was man will, nicht das ist, was er will. Er fühlt, dass er aktiv werden muss, weil er verstanden hat, dass er dich will. Dass er im Herbst seines Lebens angekommen ist und jemanden braucht, jemanden haben möchte, mit dem er einen Vertrag hat. Und nicht von allen oberflächlichen weiblichen Wesen dieser Welt da bezirzt werden möchte. Das ist ihm nicht mehr wichtig. Die Oberflächlichkeit, die hier in seinem Leben geherrscht hat, darf gehen. Er möchte aktiv werden. Im Herbst seines Lebens sind ihm andere Dinge wichtiger geworden. Da bist du ihm wichtig geworden. Und er hat verstanden, wir hatten es gerade im Kopf, dass ihr da seid, um einen Vertrag zu erfüllen, um diese Liebe lebbar zu machen. Er möchte Gerechtigkeit. Er möchte Gerechtigkeit in eure Verbindung bringen. Und die Gerechtigkeit steht auch, ne, als Symbol ist ja auch eine Waage drauf. Ne? Ich sage nur Tag, Nacht gleich am 20. Dann haben wir den Umzug. Er möchte dir nahe sein. Er macht sich Gedanken, beziehungsweise auf Herzebene fühlt er, dass das nicht mehr lange dauern wird, bis ihr euch wieder nahe seid, bis ihr wieder zusammenkommt.
Ja, ob das gleich der Zusammenzug ist oder ob das einfach erstmal als Überbegriff für die Nähe steht, die er sich wünscht. Von Herzen möchte er in deine Richtung aktiv werden, weil er im Kopf verstanden hat, was Phase ist. Sehr schön, oder? Ich bin ganz begeistert. Juhu! Ja, dann nehmen wir noch, machen wir Breitensteintag. Wir nehmen noch das Breitenstein-Tarot von der Nadine Breitenstein und schauen mal, was wird passieren. Was wird passieren? Was kommt nach dem Bewusstsein, der Vertrag muss erfüllt werden? Und nach dem Herzenswunsch, ich muss aktiv werden. Was kommt? Also, die haben sich jetzt ganz schwer getan, die Karten überhaupt rauszufallen, aber es sind zwei sehr schöne gefallen. Wir haben die Welt und wir haben die Sechs der Kelche. Mit den Sechs der Kelche haben wir die Nostalgiekarte. Dein Gegenüber hat sich erinnert an die schöne Zeit, die ihr zusammen hattet, an die besondere Zeit, die ihr zusammen hattet, an dieses erste Zusammentreffen, als ihr euch das erste Mal in die Augen geschaut habt und er gesagt hat, wo warst du nur so lange? Ich habe die ganze Zeit nach dir gesucht. Ja? Also dieser typische Seelenpartnersatz. Klasse, oder? Ja, also es kommen alte Erinnerungen in ihm hoch. Diese alte Liebe wird wieder in ihm geweckt. Dieses Gefühl, wie das war, als ihr euch das erste Mal in die Augen geschaut habt, das ist bei ihm wieder da. Und dieser alten Liebe möchte er wieder begegnen. Ja? Sehr schön. Und mit der Welt ist eine Tarotkarte gefallen, die den Abschluss eines Zykluses beinhaltet. Die Welt sieht jetzt auch ein bisschen wie Vollmond aus. Also um den Vollmond herum wird ein Zyklus abgeschlossen. Mit dem Bewusstsein, aktiv werden zu wollen, mit der Aktivität an sich, ist er wieder eine Stufe weiter im Seelenpartnerprozess. Ja? Die Welt steht für Ganzheit, die steht für Heilung, für Lebendigkeit. Ein Zyklus beenden steht auch für den Umzug, haben wir schon wieder, ne? Die Veränderung sozusagen, etwas in die Veränderung bringen, steht auch für Harmonie und Glück. Er möchte einfach wieder so glücklich sein, wie als ihr euch das erste Mal begegnet seid. Du hast ihn mit deinem Strahlen, mit deinem Lächeln, mit deiner Positivität, mit deiner Lebensfreude einfach begeistert. Und diese Begeisterung, dieses Glück, dieses Lebendigsein möchte er wieder haben. Ganz, ganz schöne Karten. Das heißt, das wird nicht mehr lange dauern, bis sich hier jemand aus deiner Vergangenheit meldet, jemand aktiv wird und bis die alte Liebe dir wieder begegnet. Ja? Also richtig gute Aussichten für die nächsten Tage, ja, spätestens bis zum Neumond, ne? Wir schauen ja die nächsten, also ab morgen schaue ich ja für euch in die Vollmondphase, die dann bis zum Neumond sozusagen wieder geht. Und in dieser Zeit, also in den nächsten 14 Tagen, wird hier bei ganz vielen von euch extrem was passieren. Da wacht jemand so richtig auf. Sehr schön. Was wollen wir da noch angucken? Wir schauen nochmal in die Herzrebellion Free Spirit Cards von der Kim Charlene Krause. So, liebe Zuschauer, was sollt ihr noch wissen? Eine Überraschung, die dein Herz berührt. Mach die Augen auf und sieh all die Wunder und Geschenke auf deinem Weg. Du wirst ein für dich kostbares Geschenk von deinem Herzensmenschen erhalten. Ja, ich glaube, dieses kostbare Geschenk heißt, dass er dich wiedersehen möchte. Ja, das Treffen wird das kostbarste Geschenk sein, was er dir machen kann. Und ja, schau auf dem Weg, halt die Augen offen, schau draußen, wie schön die Natur jetzt anfängt zu erwachen. Und genauso scheint es bei deinem Seelenpartner zu sein. Er erwacht, er kommt aus seinem Winterschlaf. Manche haben ein paar Winter geschlafen, weiß ich von euch. Das alles wird besser, das alles wird anders. Er hat das Besondere in dir erkannt.
Er hat seinen Vertrag, den er mit dir hat, verstanden. Und er möchte Schadensbegrenzung. Ja, also er möchte den Brand löschen oder das Feuer zwischen euch wieder entfachen. Sehr schön. Gut, dann nehmen wir noch eine Engelkarte und schauen, was die Engel dazu sagen. Aus dem Dorin Virtue, ein Engel für jeden Tag. Was wollen uns die Engel heute noch mit auf den Weg geben? Zeit zu gehen. Die Sonne geht jeden Tag auf und unter und das Gleiche gilt für die Zeiten in deinem Leben. Erkenne die Schönheit in jedem Sonnenuntergang deines Lebens und wisse, dass die Sonne auch am Morgen wieder in voller Pracht erstrahlen wird. Beendigungen sind lediglich der Start für einen Neubeginn und wir begleiten dich unfehlbar durch alle Phasen und Zyklen deines Wesens. Ja, die Engel sind bei dir und auch wenn du gerade eine schwierige Phase hast, hattest, wie auch immer, ein Neubeginn steht an, eine neue Weltordnung, wir haben die Welt hier, ja, ein neuer Zyklus darf beginnen. Ein neuer Zyklus mit jemandem, der aus deiner Vergangenheit wiederkommt. Mach dir keine Sorgen, bleib schön im Vertrauen, die Engel sind bei dir. Sehr schön. Meine Lieben, das war's für heute. Ich wollte nur kurz mit euch schauen und wir haben ganz wundervolle Botschaften erhalten. Ganz toll. Freue mich über jeden, der sich an Verträge hält. Bin ja am Ursprung Banker, ne? Also von daher ist mir Verbindlichkeit sehr, sehr wichtig. Und ja, ich freue mich auch, dass, wie gesagt, euer Seelenpartner es verstanden hat, erwacht ist und dass eine schöne Zeit auf euch zukommt, dass eine schöne Zeit fortgesetzt wird, die ihr vor langer Zeit miteinander begonnen habt, also die frischen, verliebten Schmetterlingszeiten werden wiederkommen und das in den nächsten 14 Tagen. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, einen Kommentar da und ich freue mich natürlich auch über jedes Abo. Manchmal bin ich spontan drauf, so wie heute zum Beispiel am Portaltag. Diese Woche kommen noch ein paar Videos, lasst euch überraschen. Und mit einem Abo seid ihr immer dabei, dann wisst ihr, wenn etwas Neues auf meinem Kanal passiert. Also, ich sage mal bis bald oder eher bis morgen zum Vollmond. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.